Hey, ciao zusammen, willkommen zurück beim Raymond in der Abkiste zur nächsten Folge Stardew Valley. Und bei unserem Glück natürlich regnet es auch heute wieder. Aber in der Nacht haben wir gehört, dass irgendwie so einen seltsamen Ton gegeben. Und das nimmt uns jetzt doch ziemlich Wunder. Was einerseits kann heißen, es hat jetzt Erdbeere für dich, Rainy. Let's go Erdbeer Hunting. Oder was das war, das nimmt mich echt Wunder. Dann gehen wir nachher schnell zum Key vorbei. Ihn fragen, was das auch könnte gewesen sein. Und wir können dann noch schauen, ob wir bei ihm schon wieder einen neuen Auftrag entgegennehmen können. Das vermute ich allerdings, dass dem nicht so ist. Die da unten sieht man ganz genau nicht. Sie sind wirklich jedes Mal genau hinter dem Pfosten. Das ist ein bisschen unglücklich für uns. So, also wenn mal die unterste Reihe fertig ist und ich sehe es nicht, dann liegt es daran, dass man über die Pfosten ein bisschen falsch her tut. Die gehen dann, werden dann nicht so transparent. Wenn man hinten dran herläuft, das ist noch ungünstig. Blup, 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 blup. Das tönt so lustig nicht. So wirklich. Wie wenn es irgendwie mit dem Maul editiert hat. Aber wenn wir nochmal eigentlich einen kleinen Shoutout machen zu. Was für einen genialen Entwickler das war. Ich meine, der hat das mehr oder weniger schnell selber. Er hat gefriemelt. Das ist eigentlich schon. Das ist eigentlich schon der Wahnsinn, ne? Ich meine. Schon nur, ich weiß nicht mal, wie es geht, dass so mit dem Manöckel überhaupt schon mal laufen. Keine Ahnung. Dann all die feinen kleinen Details, das ist einfach super. Hey Ki, richte deinen Blick auf den fernsten Stern. Und lass das dein Ziel sein. Es liegt immer in deiner Macht, einen Schritt weiter zu gehen, als du früher geglaubt hast. Yeah, okay. Junimo-Kiste. Durch die Kraft der Waldmagie wird jede Junimo-Kiste mit demselben Vorrat verbunden. Ja, wisst ihr jetzt auch noch nicht, für was dass wir das sollen brauchen? Pferdeflöte können wir nicht. Ein Hopper könnten wir, ein Bereicherer könnten wir. Haben wir eigentlich letztes Mal etwas gemacht? Pilzbaum, so. Kieswürze, Kieshut. Wasserparadies. Das muss ja riesig sein in dem Fall. Schwerer Zapfhahnrezept. Radioaktiver Barren. Ich weiß da gar nicht, was ein radioaktiver Barren soll sein. Zauberköder-Rezept. Ermöglicht es Fische zu jeder Zeit. Blablabla. Hoppa. Darin platzierte Gegenstände. Die habe ich einfach noch nicht gedacht. Checkt. Deluxe-Dünger. Verbessert die Bodenqualität. Erheblich. Und erhöht damit die Chance, Qualitätskulturen mit dem gepflügten Boden gemischt. Das kennen wir ja eigentlich. Oder kennen wir das nicht? Doch. Kennen wir doch. Hyperspeed-Zücht. Regt die Blattproduktion stark an. Steiger garantiert die Wachstumsrate um mindestens 33%. Wird in gepflügten Boden gemischt. Das kennt man eigentlich im. Wobei im Gewächshaus haben wir ja jetzt auch noch viel uralte Sorte, nützt es eigentlich gar nicht. Schwerer Zapfhahn. Aber wir haben ja gar keine radioaktive Barre, ich weiß gar nicht, wie das soll gehen. Arbeitet doppelt so schnell wie ein normaler Zapfhahn. Galaxieseele, schmiede 3 davon zu einem Galaxieschwert, um seine endgültige Pforten zu entfesseln. Dekonstrukteur. Druckdrüse. Bereicherer. Hoppa. Aber ich glaube, dann warten wir mal noch. Dann habe ich auf entweder das Pferdeflöte oder Pierre's verlorene Lagerliste, einfach weil es mich Wunder nimmt, was es mit dem auf sich hat. Junimo-Kiste. Das ist, glaube ich, so gedacht, dass man einfach die Sachen. Also, wenn ich das richtig verstehe. Könnte man eine auf der Insel platzieren und eine eben. Der Hauptfarm und dann wären wahrscheinlich die Sachen dann immer an beiden Orten verfügbar. Das wäre zumindest so meine Idee, was das könnte sein. Was wir jetzt machen, ist, wir probieren nochmal ganz geschwind
einen Fisch schnell. Ich nehme mich nämlich wundern, ob man die Schlange gleich da rausholt oder nicht. Ich bin nämlich unschlüssig, ob es heisst Fischen oder über Würm finden. Noch einer schnell. Nachher wäre eigentlich der Kaffee ein bisschen schade drum, ehrlich gesagt. Hat wie ein Flund, aber rein theoretisch brauchen wir ja die Junimo-Kiste jetzt nicht mehr. Weil wir haben ja einerseits den Hin und Her. Wir können jetzt einfach, wenn wir Sachen wollen, eine Art über tun. In dem Sinne, es klingt so blöd. Aber von einmal, also von der, ich sage jetzt mal, von der Hauptfarm da herbringen oder umgekehrt, dann beamen wir uns einfach schnell ein, zwei Mal hin und her. Und dann hat sich das eigentlich schon erledigt. Hallo! Er will nicht, he? Er hat keine Lust auf uns. Okay, vielleicht weiss nicht, ob es daran liegt, dass wenn es regnet oder was auch immer, aber im Moment hat er keinen Bock auf uns. Das heisst, wir gehen mal wieder heim. Weil da werden wir sicher auch noch zu tun. Ist sicher noch ein harter Umgewöhnung, so von warmem Tropenregen zu kaltem Winter. So, da ist doch einiges ready, weshalb wir da mal die nehmen. Und jetzt gehen wir ein bisschen in die Erdbeerenschlacht. Erdbeere ist eher keine schlechte Wahl da für das. Und nachher werden wir, also nachher, wenn der Winter vorbei ist, werden wir eh probieren, das alles dort anzusehen. Nämlich bei der Junimo hat es unten, dass sie eigentlich die ganze Arbeit für uns erledigt. Das ist ja ganz bombastisch, wir müssen eigentlich nichts machen. Und die sammeln die Erdbeere um Erdbeere um Erdbeere um Erdbeere. Das wird Le Bernard, sozusagen. So, was haben wir denn da eigentlich fertig gemacht? 28 uralte Chili. Cool. Wenn wir gerade bei uralten Frucht sind, da haben wir nämlich wieder ein paar. Und da noch. Kaffee, nein. Dann da rüber gehen. Ui, die sind gerade ein bisschen verspickt. So, und das da wieder rein. So. Dann schnell da. Das weg. Chili-Erdbeere weg. Gealterter Blobfischleich, meine man kann's. Chili-uralte Frucht, Straußfahren. Gerade das Stachelloch, die zwei Fischis. Genau. Der Rest behalten wir da mal noch. Guten Morgen miteinander. Ja, ihr seid so super knuffig. Knuffig sind die richtig knuffig. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste das jetzt ziemlich genau aufgehen. Aber scheinbar nicht. Scheinbar nicht ganz. Da hat man noch einen Katzen. Ja, natürlich kann ich euch alle knuffen, weil ihr so knuffig seid. Knuff. Und ich auch noch Knuff. Und Knuff. Haben wir eigentlich bei der Robin nicht noch Abkürzungen gewünscht? Doch irgendetwas. Irgendetwas ist mir, als hätten wir der Robin noch gesagt, mach Abkürzungen. Hä? Bin jetzt gerade voll Banane. Es ist eben in der Zwischenzeit schnell eine kleine Zwischensession passiert. Also ich darf noch nicht zu viel spoilern, aber vielleicht ist es zu dem Zeitpunkt ja schon los. Ich habe nämlich mit dem Daniel noch etwas aufgenommen. Ich sage jetzt niemandem. Und dann bin ich jetzt gar nicht mehr so sicher, ob mir da nicht noch irgendwo ein
Irgend so etwas haben wir doch noch gewünscht, wo wir gesagt haben, ob sie uns nicht ein paar Abkürzungen kredenzen. Die vier Eier verkaufen wir einfach auch noch. So. Irgendwie klingt das für mich so richtig. Wenn ich sage, dass wir das gewünscht haben. Was mache ich eigentlich mit all diesen Sachen? Oh, den Wurmeimer müssen wir natürlich schon auch wieder aufstellen. Wo tun wir denn den her? Wir den hier rauf. So. Soll er da rumwurmen. Rumwurmen. Auch noch ein cooles Wort. So, irgendwie. Könnte mal dann noch so ein paar. Vielleicht haben wir irgendwie so Flötenblock oder so. Vielleicht bräuchten wir auch das, keine Ahnung. Wir haben da schon ein paar Geoden brechen. Das habe ich auch schon lange keine mehr gehabt, Geoden. Kürbislaterne. Hab irgendwie so. Kristallpfad, wow. So Laternen, die sehen eben irgendwie wie zu modern aus. Da habe ich fast lieber so Steinfeuer, Schnuff, der Buff, Dings. Jetzt gehen wir mal da oben rum. Da hat sich gefühlt noch nicht so. Da unten ist sie etwas am Werken. Das macht sie echt dort. Durchgang da, dass ich da gerade direkt runter kann, aber dort runter muss ich ja nie. Und was ist das mit dem Key gewesen? Das nimmt mich immer noch Wunder. Und jetzt mal wirklich eine Frage an all eure Fachspezialisten da innen und außen. Was? Für was ist das da oben? Das nimmt mich echt so mega Wunder und ich habe keine Ahnung, wie man das rauskriegen soll. Startet hier oben Stardew Valley 2, oder was? Geh doch in Knochen. Ein dicker und stabiler Beinknochen. Das nimmt mich irgendwie Wunder, aber ich habe so keinen Ansatz, was ich dort das würde können machen. Da innen sind wir auch schon ewig nicht mehr gewesen. Er gibt für mich aber auch irgendwie nicht so mega Sinn. Bis wir dort endlich... Yo. Jetzt gar nicht. Erst durch voll trainieren. Weil bis man dann endlich da hinten ist und das Ganze dann noch so langsam läuft, nur um, ich sage mal, ein bisschen Energie wieder auffüllen. Das ergibt sich mir irgendwie nicht so ganz. Aber ja, wenn ich jetzt so heimgehe, kann ich nicht, hä? Da rein kann ich den nicht benutzen. Da rein kann ich den Zauberstab nicht nutzen. Das irgendwie ist mir das nicht ganz logisch. So, wenn wir da heim. Wollen wir noch schauen, ob es noch so einen Monatsauftrag hat, den wir in Angriff nehmen können, der für einmal nicht vom Ki ist. Vom Ki. Da hat's noch was. Cool. Komm mal schauen. Pies Prima Produkte. Guten Tag. Für eine bevorstehende Werbeaktion erwäge ich, hochwertiges Gemüse zu einem leichten Aufpreis anzubieten. Weißt du, wo sparsamer Landbesitz 25 Mal Goldstern-Gemüse finden könnt? Hallo, ich suche einen großen Haufen Käfer, der mir je saftiger, desto besser. Zumindest scheinen die Krebse das zu mögen. 100 Stück. 100 Stück schaffen wir ja nie. 100 Stück in 3 Tagen Käfer. Haben wir das nicht sogar schon mal gemacht? Ich habe irgendwie im Kopf, das haben wir schon mal gemacht. Probieren wir mal das. 25 Mal Goldstern-Gemüse. Rein theoretisch müssen wir ja. Das ist jetzt dumm, wenn ich das sage, glaube, aber rein von der Theorie müssen wir ja gar nichts mehr ansehen, oder? Wir haben ja schon so...
Krisenhütte. Hey Kid! Du hast mich beim Beten erwischt. Das hier ist meine neue Zeichen des Gefäßes Statue. Habe ich bei joja.com bestellt, inklusive kostenloser Lieferung innerhalb von 2 Tagen. Sag nichts davon, Pierre. Ich habe mich in ein neues Haus eingelebt. Es ist wirklich toll. Es fühlt sich schon wie zu Hause an. Ich habe den neuen Komfort schon richtig zu schätzen gelernt. Oh, entschuldige. Es ist nur... Ich sollte eigentlich so glücklich sein. Aber ich war nicht in der Lage, beim Bierkötter zu treten. Ich habe mich überhaupt nicht geändert. Schon seit einer ganzen Weile hatte ich das Gefühl, dass etwas in meinem Leben fehlt, Rainy. Oh, oh. Ich dachte immer, es wäre das Geld, wenn man arm ist. Verstehst du? Also glaub nicht, mit diesem Haus wird alles besser, aber das war das nicht. Deshalb habe ich diese Statue bestellt. Sag etwas zu Pam. Ich bin froh, dass du zuversichtlich bist. Tut mir leid, Pam, aber Joba ist nicht echt. Ich bin froh, dass du zuversichtlich bist. Schau dir das an. Da werde ich doch glatt ganz rührselig auf meine alten Tage waschen. Danke fürs Zuhören, Kindchen. Ach nein, das sag jetzt mal Kindchen. Ich habe gesehen, dass Kid steht. Also eigentlich, ja. Was ist da los? Ist das alles? Hey, jetzt hast du eine Hütte und du wird. Lässt trotzdem immer noch all das Zeug einfach am Boden. Darf ja wohl nicht wahr sein. Kriegst so einen Hals. Moin. Wenn ich nicht so beschäftigt wäre, würde ich dir dabei helfen, der Höhle am See zu graben. Ich wette, in ihr schlummern ein paar mächtige Kristalle. Jo. Gibst mir mal ein Bier. Und das Bier, da geben wir dir. Wow, Rainy, why wusstest du, dass ich sowas mag? Hast du keinen Job oder sowas? Schnauz. Was genau? Es ist schön, so nah in den Gleisen zu wohnen. Ist eine Erinnerung daran, dass dort draußen eine große Welt ist. Ich bin schwanger. Was machst du da, dem Versiffte? Der versiffte Beiz. Wenn ich dem Spielball einen Topspin versetze, könnte ich vielleicht. Nein, könntest du nicht. Junimo Kahart! Was sag mal, wie du grässlichst. Ich denke, bin ich 8. Für das, dass ich gleich. Ja, ab und zu ein bisschen gamen, bin ich da. Also wirklich katastrophal. Ui! Nein! Nein! Wieder voll versäckeln lassen. Aber der ist auch schwer. Ich muss das da oben kriegen. So, hüpfen. So. Nein! Genau, zwischendurch. Nein! Das war ja noch dümmer gewesen. Also da bin ich echt... Also, so etwas von mies. Und ich finde es noch echt schwierig. Und schon wieder kein Zwischenstaben. Genau die so halbbatzigen Dinger, die sind irgendwie mega fies, finde ich. Wieso kann ich so Früchte essen? Und wieso geht auf einmal noch Stein runter? Weißt du, eben der zum Beispiel, finde ich find mega schwierig. Der muss mir irgendwie noch das Ding verwischen. Easy. Überhaupt nicht easy. Was ist jetzt das? Da krieg ich so einen Hals, du.
Ah, zu wenig lang drauf geblieben. Und dann kannst du eben nichts mehr machen. Sobald es runtergeht, geht es einfach. Ich kann nicht schneller oder langsamer oder irgendwie so irgendetwas. Ich kann nur alles oder gar nichts. Nein! Ich war glücklich. Aber ich glaube, jetzt habe ich auch gerade ein Schwein, dass ich ein einfacheres Level kommt nicht. Ui. Nein! Gemein gewesen. Ui. Jetzt aber, hä? E-Sports, verdächtig! Was nützt das echt, wenn ich die Früchte esse? Nützt das irgendetwas? Ich würde immerhin mal ein Level schaffen. Also, ich meine, das sollte ja schon noch bei meinen doch sehr überschaubaren Skills. Ja, nein, dann lande ich auf einem Stein oben. Das weiß ich nicht so recht, wenn ich das soll. So vielleicht. Aber jetzt ist auch der Schalter weg. Uiff! Nein! Nein! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, wie knapp das war? Ja komm, let's go. Ja, schon so ein Start ist ja mega nett. Ich glaube, ich muss all die Früchte nehmen. Dann gibt's. Aber das ist ja einfach. Okay, nochmal Glück gehabt. Schon durch. Oh, den habe ich verpasst. Ja, ich glaube, das mal wird es nichts. Ist es dann gut, möglichst viel in der Luft zu ziehen, echt? Nein! Den habe ich gerade gesehen, dass der nicht gut kommt. Was komme ich drüber, wenn ich all die Früchte kann? Ja, genau. Stein. So kann ich mal das voll easy Level haben, bitte. Ui. Ui. Ja, was ist das? Was ist jetzt das? Wer baut so Gleis? Ja, nein. Also jeder normale Gleisarbeiter würde entlassen werden von selbst. Den habe ich gar nicht im Griff dort. Wow. Ja, na dann, was hätte ich denn jetzt dort sollen machen? Und ich war nicht vorbei. Mandometer. Die Karten etwa vorbei. Muss doch etwa durch sein jetzt dann. Nein! Ein Versuch noch. Einen noch. Ich meine, irgendwann muss das Spiel ja mal eine einfachere Variante bringen, sonst rasten die Leute ja aus. Hoffentlich habe ich die jetzt. Schon mal gegessen. Oder wenn du einen Double Jump machen könntest, das wäre natürlich auch mega hilfreich. Nein, von einem Münzli verleiten. Nein! Will er mich vom Münzli nicht verleiten lassen? So. So. Nein, und wieder. Hey, ich bin ja so. Schau mal das an. Ich fange da. Ja, okay, jetzt habe ich aufs, wo wir sind. Ich bin ja der schlechteste Spieler aller Zeiten. Aber die Reise des Präriekönigs, die machen wir jetzt. Wer ist der? Ja, schießen.
Oh, muss der Mauszeiger noch mitten in der Mitte rein sein? Ding, 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 ding. Na, was nützt das Item? Nein, ich kann das Item mehr. Wow. Nein, das ist aber gemein gewesen. Ich muss da schnell die Maus ein bisschen. Bin mega schnell weg vom Kaffee. Weil ich immer so einen Kaffee hasse, dann wäre es irgendwie gefühlt ein bisschen einfach. Mit Muskelkater. Cool, das können wir doch gar nicht. Jetzt bist du für einen Monaco. Das gesehen, ist einfach so ein kleiner Leo. Da hat die Deckung benutzen. Ich wende ja rein theoretisch etwas von mir. Boah, wow, aber wenn denn so viel kommen, dann wir jetzt durch die Uhr hängen. Ich soll einen Kaffee nehmen. Hat es das gebracht? Nein, ich kann die Münze wählen. Genau. Oh, er hat noch das Leben. Okay. Ah, das bringt gerade so drei Schüsse. Cool. So eine Schratze, ne? Was ist jetzt das Cooles? Lassen wir das noch schnell, bis ein paar mehr Leute... Oh Mist! Nein! 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 Ich... Ah, schade. Okay, cool. Game Night. Hallo, hallo. Ich handle hauptsächlich mit S-Bahn-Dingen, also verkaufe Erze oder Holz, besser woanders. Mach ich. Hallo, hallo. Ich gehe nach Heim zur. Schal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 
Haben wir noch schon wieder Sachen für den Teich? Bin ich bei der Überzeugung. Wir haben noch so ein paar coole Fische. Und wir könnten die teichen. Wenn wir mal da oben noch schauen, ob sie da irgendwie auch noch Abkürzungen geplant hat, oder weiß ich nicht was. Noch eine Skeletthand findet man einfach so am Strand. Dann sollte man vielleicht mal die örtliche Polizei informieren. Und mich fragst, aber ja, da in Stardew wird das alles ein bisschen anders gehandhabt. Ja, aber jetzt nochmal ohne Scheiß. Radioaktive Barren. Woher soll ich denn die haben? Pies Prima Produkte. Gemüse in Goldqualität. Und ich habe natürlich viel Früchte. He? Das ist vielleicht nicht so clever. Ich merke jetzt gerade das Zwergengerät. Hallöchen. Jö, so flauschig, wenn sie so klein sind. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich da unten mache. Ich hatte eigentlich da noch ein bisschen Zeit. Noch ein bisschen Zeit totzuschlagen. Hi. Aber anstatt da meine Zeit totzuschlagen, würde ich das eigentlich gescheiter. Würde ich das eigentlich gescheiter. Lieber da fest. Das eigentlich gescheiter in dieser... Ah, das macht so viel einfacher, man darf so hier und her speeden. Tschu und zack und bumm und puff und... Das gescheiter da in dieser Höhle ich machen. Schau dir mal einen riesen Baum vor. Hallöchen. Hallöchen. Läuft's bei euch? Hä? Zack und so. Ja, ja. Die sind so knuffig. Aber ich bin schon lange nicht mehr in der Höhle gewesen. Ich hab gedacht, vielleicht mal wieder reinschauen. Nützt's nichts, schatz nichts. Oder wie heisst der Spruch irgendwie? Oh, ja, habe ich ja schon ganz vergessen. Die sind ja auch schon so nervig. So im Verhältnis zu allem anderen geschmeidigen sind. Schon wieder ziemlich nervig. Bam, bam, paddel, bam, paddel, paddel. Keine Munition. Oh, die sind ja jetzt richtig herrlich. Die können wir ja gar nicht machen. Oh, ist das schön. Auch die kleinen nicht. Wahrscheinlich die grossen Blobbers schon. Nehme ich an. Vermute ich. Die grossen Blobbers denken sich sicher so. Den nehmen wir. Immer noch nicht, hä? Aber da die Kleinen, die sind ja richtig herrlich. Wenn die einfach so völlig kannst gar nicht drauf schauen, sondern einfach, ja, ja. Die springen auch noch wieder rum. Das ist ja richtig schön. Ach, so. Oh yes, Bombis. Ja, schnell. Bitte was essen. Hier unten sind so die nächsten zwei Startlöcher, wie man unschwer kann erkennen kann.
viel zum Thema ihr. Und schon wieder einen angeflogen, du. Habe ich das richtig gesehen? Hat die selber. Kann ich selber grosse nichts anhaben? Das wäre ja super. Wahrscheinlich können wir einfach 25 Gold-Ananas einsammeln. Das zählt ja sicher auch, oder? Das ist Ananas. Das zählt wahrscheinlich auch als Frucht, hä? Ich will gerade Gemüse. Mir nicht alles täuscht. So, schon 23.40 gehen wir dann nachher heim. Jetzt mache ich aber noch schnell die Probe aufs Exempel, hat man da. Ah, der grosse Blobby kann ich nicht mehr haben. Das ist schon richtig herrlich. Also nicht, dass der grosse Blobby jetzt jemals so ein riesen Thema gewesen wäre, aber das ist gleich irgendwie herrlich. So, dann schnell neu ordnen, respektive noch die Bombe schnell da irgendwo. So. Das noch schnell mitnehmen. Da noch eine runter. Das noch schnell mitnehmen und dann zack. Horn zu. Wir sind schon brutal flexibel jetzt durch das. Das ist einfach super. So, das da rein. Respektiv, das haben wir gleich da außen. Dann von denen haben wir eben, von denen haben wir schon viel. Grünalge, aber Seetang. Was fehlt uns noch jetzt? Da unten schauen, oh. 2, 4, 6, 8, 9 müsste das sein. Hi. Schön, dass ich gezählt habe. So. Da noch rein. Und ja, ich sehe sie, ich probiere sie einzuhalten. So. Ich probiere. Schön probiere. Da rüber, da rein, da rein, oh, da rein, da rein und da Sachen rein. Dann überrennen, da das da rein, dann da soll ich eigentlich wieder laben tun. Dann haben wir 10 Geode und ordentlich Kaffee wieder, zack. Rein und abgelegen und gute Nacht. Also das mit dem Schmetterling finde ich wirklich eine schöne Sache. Gefällt mir irgendwie. Dann haben wir da doch wieder ein paar Sachen verkauft. Erdbeergelee für 406. Uralte Frucht für 1600. Ja, okay, also uralte Frucht ist schon im Vergleich zum Erdbeergelee. Saftiger. Kaviar, Ziegenkäse für 1120. Ist auch ganz okay, haben wir doch ordentlich was. Ordentlich was verkauft. Straussfarm. Und ein grosses Ei noch. Schön. Sehr schön. Aber was genau der Ton irgendwie war, ist mir immer noch nicht ganz klar. Wird uns das irgendwann mal bewusst? Vielleicht am 13. Tag im Winter. Wir werden herausfinden. Da unten ist etwas gewachsen. Juhu. Ja, sehr gut. Hey, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs dabei sein. Bei dieser Folge wäre cool, wenn ihr in der nächsten Folge dann auch wieder dabei wäre. Bis dahin bleibt super. Macht keinen Scheiß. Und ciao zusammen.